Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück im Stück bei Dark Buck. Ja, die Folge Nummer 80? Warte mal. Sekunde, Aufnahme folgen. Die Fallsperre geht ja noch, da kommen wir gleich zum Thema. Ja, Folge Nummer 80. Da gab es so kleine Korporalisationen. Ich denke, man schmeißt es irgendwie in Premiere rein. Ich muss so, ach, Premiere liest mir doch gescheit aus. Ist dumme Miststück. Ja. War eine Premiere. Die Festplatte verreckt. Muss man, glaube ich, mal keine Schuldgabe zur Abwechslung. Auf jeden Fall ist so, dass ich das jetzt auf einer anderen Platte aufnehme. Ich hoffe, es ist nicht so gut gewesen. Ich habe es eigentlich eingestellt. Ich schaue nochmal nach. Nachher haben wir nicht lange aufgenommen. Auf dem F-Laufwerk perfekt. Genau. Ja, Problematik. Warte, ich kann das jetzt aber vorlesen, oder? Bitte, ey, das wäre aber so ein Bullshit. Ach, come on, eine Mutter! Ja, dann gehen wir kurz in den Dungeon rein. Ja, weil ich glaube, das fehlt nämlich. Und ein paar andere Sachen noch. Und wir können jetzt, glaube ich, in Jahr 400 und so eine Scheiße. Und die letzten 15 Minuten fehlen halt. Das kann sich ändern. Nacht des Unheils. Wollen wir bleiben kaufen? Okay, ich glaube, wir gehen doch erst dahin. Dann gehen wir das Dungeon durch, lese euch's vor und dann gehen wir vielleicht einkaufen. So oder so mal einkaufen, danach kurz. So, also Folge. Weil es mit auf ist, weil das hat man ja auf jeden Fall. Ja, das hat er noch. Ach, egal, ich lese es auch noch vor. Scheiß drauf. Er zerstörte mein Land. Meine Heimat ging mit dir verloren. Ich habe alles verloren. Alles? Was habe ich? Nein. Nein. Nicht nur das. Auch mich selbst habe ich verloren. Oh, wie traurig. Okay, Abschied. Ich kenne einen Weg. Und wenn die ganze Welt darunter leidet, ich werde ihn stoppen und alles zurückholen. Ja, das werde ich. Okay, das war's im Grunde. So, jetzt boxen wir uns kurz da durch. Falls es auch noch nicht dabei ist, doch, das ist mit der Knarre. Hat er mal auf jeden Fall. Was habe ich mit dem eingestellt? Heilig, okay. Ich tot. Und da ist Ausgang. Perfekt. Ja, langsam kann man noch mal von den Dungeons. Warte, du bist auf Sturm. Da war Donner gut dagegen. Ja, geht so. Sehr schön, ein bisschen Geld wenigstens. So. Auch wenn das keine Meme kommen. Banana! Da ist die andere. Und da haben wir was drin? Chris Mel. Im Grunde ist, weil wir die Ausgangskarte haben, machen wir einen Abflug, ne? Halt da lang. Naja. Hätte aber noch so gehen können. Ah, sei jetzt zu dritt? Oh, das hört sich gut an, gehört. Ja, perfekt. Komm, verreck in Hölle, Land. Sehr schön. Kiste.
Düsterschlüssel. Okay, Abflug. Miau. 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 Und wir verlassen die Ebene. Zip. Ja, mir war nicht einkaufen, wie es aussieht. Weil sonst wären da keine Lücken vorhanden. Verlies kurzzeitig verlassen, bitte. Danke. Opa, jetzt. Müssen wir anders einkaufen gehen. Achso, falls wir hier noch so viel Kohle haben, das liegt daran, ich bin durch hier so ein Ding gelaufen, du hast ja etwas mehr Geld, ja, das waren halt 10.000 oder so, was wir gesagt haben. So, da brauchen wir noch ein paar Gegengifte, haben nicht ein bisschen was gefressen, was das betrifft. Geh mal traditionsbewusst mal in Nolun einkaufen. Nolun Village in der English Version. Jo, was geht? Und Kaffee. Ach doch, der Gegengift. Also anscheinend da wieder nichts. Geh mal wieder rein. Wenigstens haben die offen. Ich mag da Ramo, Katarawa, Katarina, Katano, Hossa, Katarawa. Ich tue meine Fresse. Ab! Lad mal! Bis eine PS5. Aber ich emuliere eine PlayStation 2, also. Halt die Fresse, mach einfach. Ich komm da nicht durch, ich bin zu speckig. Hallo, Sucuk. So, weil es ja gleich in der Fight geht. Ich würde auch gerne ein bisschen Essen mitnehmen, aber. Achso, warte, die hat das bestimmt nicht. Die hat nur so. Und die hat nur Obst. Ach. Schade, Scheiße. Muss denn da unten hin und her wandern? Poacher. Poacher Village. Wobei, da ich wahrscheinlich eh. Dings bekommen: Gegengift und Powertrank. Stärketrank halt. Jetzt hopp. Danke. Kuru kuru prr prr, kuru kuru prr. Jo, Opium Opa, was geht? So. Nee, nee, den man ein paar dran kriegt. Dafür Käse. Dann geh mal raus. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock. Nee, nee, Burgdüster Schimmel, bitte. Ah, gehen dann da rein. Wird bestimmt wieder richtig witzig. Naja, wir haben ja Doc Brown, der kann alles wegradieren. Ne, wegen Führerschein gibt's nichts Neues, falls ihr das wissen wollt. Wozu denn auch? Ohne der Zeit, huscht, Körper. Jetzt mal ein bisschen gucken, ob ich bei Doc Brown die Waffe repaired hab. Ne, hab ich nicht. So. Wir schauen mal, ob's klappt, ob man Keil kriegen. Wenn nicht, geht's an der Grind.
Oh, Leute, wisst ihr, es ist über 20 Jahre her, oder, dass ich gegen den gekämpft habe. Ich weiß, im Dark Roll gibt es eine Stelle mit einer alten Oma, das ist ein Rätsel, da gucke ich nach Lösung. Oder vielleicht packe ich sie diesmal, ich habe keine Ahnung. Da habe ich selbst damals wirklich nicht auf die Lösung gekommen. Ich so, hä, was will die? Heute wurde irgendwie Hörgerät oder sowas, ach, keine Ahnung. So, 400 Jahre zurück, los geht's. Und ja, ich habe das Originalspiel auf einer PS2. Jetzt bist du der König in diesem Königreich. Das waren die letzten Worte meines Vaters. Ich sprach zu ihm, als er die Augen schon für immer geschlossen hatte. Vater, sag mir, wenn ich König werde, was muss ich erreichen? An diesem Abend traf ich dich bei der offiziellen Krönungszeremonie. Als ich deine blauen Augen sah, ergriff mich ein Gefühl, aber du bist in der Menge verschwunden. Wer bist du? Ich möchte dich wiedersehen. All die Tage kann ich an nichts anderes denken. Dann betrat ein Minister mit verzweifelter Miene mein Zimmer. Die Kutsche der Prinzessin unseres Nachbarlandes ging im Sturm verloren. Eine Stunde später traf ich dich erneut. Im Morgennebel warten Feinde. Ich beruhige mein Pferd und gebe der Armee hinter mir ein Zeichen. Sogleich rückt die Kavallerie vor. Ein unvorstellbarer Anblick erstreckt sich vor meinen Augen. Das ist Krieg? Ich dachte, ich hätte die Stimme meines Vaters gehört. Hab keine Angst, du musst das Königreich beschützen. Einer nach dem anderen fallen meine Verbündeten. Im Westen lebt ein Zauberer mit furchtbaren Kräften. Werden wir verlieren? Nein, das lasse ich nicht zu. Ich muss diesen Ort verteidigen, sonst kommen die Dämonen des Westens dorthin, wo du bist. Das darf nicht geschehen. Seit Kriegsbeginn ist eine lange Zeit vergangen. Unsere Truppen sind fast vollständig völlig ausgelöscht. Ich ruhte mich kurz an einem sicheren Ort aus, um zu sehen, ob sich die Lage nicht wenden ließe. Dann kam ein Mann im schwarzen Umhang auf mich zu und sagte: Willst du Macht kaufen? Das Licht aus meiner Hand löschte meine Feinde aus, einfach so. Ist das die schwarze Macht? Ich erhielt Hilfe vom Bösen, aber ich konnte dadurch unser Volk retten. Solange ich diese Macht hatte, konnte dich niemand anrühren. Ich war vom Sieg beschwingt, als ich zum Schloss zurückkehrte. Bald würde ich dich wiedersehen. Du kamst, früher als erwartet. Mein Herz klopfte. War auch ich vom Kampf ermüdet. Ich wusste nicht, dass du die Person, die dein Zimmer betrat, der Betrüger war, der mein Leben beenden wollte. Also, der Dings ist der Betrüger wahrscheinlich, ne? Sieh meine Frisur. Ich könnte es nicht glauben. Sie hätte mich treffen sollen. Du gabst dein Leben für mich. Oder doch andersrum? Warum das Lächeln? Weil du deine Liebe gerettet hast? Aber was ist mit mir? Wen soll ich retten? Etwas keimt in mir auf. Etwas Böses und schrecklich Großes. Das schwarze Blut in meinen Adern hat dieses Übel hervorgebracht. Trauer. Und Frustration angesichts deines Verlustes. Verlust. Das ist das ewige negative Gefühl, von dem er erzählt. Mein Land wurde von ihm zerstört. Ich verlor nicht nur meine Liebe, sondern auch mein Land. Ich habe alles verloren.
Was habe ich? Nein. Nein. Falsch. Falsch. In Wirklichkeit habe ich mich selbst verloren. Es gibt nur einen Weg. Es ist mir egal, ob dadurch Raum und Zeit verzerrt werden. Ich werde es aufhalten und alles wiederfinden. Ich werde alles zurückgewinnen. Yo, Booty! Sieht ja gut aus, die Booty, ne? Jahre zurück. Geil. Ja, Doc Brown wäre stolz auf uns. Du willst Regeln brechen, um den Lauf der Geschichte zu ändern? Interessant. Ich bin sehr gespannt. Öffne die Tür zur Vergangenheit. Begreife deine Ohnmacht. Und dann... Blöde Vorahnung. Wir dürften niemals in die Vergangenheit zurückreisen, weil dann passiert genau das. Und dann stelle ich die Frage, ist ein Parallel oder eine andere Zeitschiene dann? Es ist halt scheiß mit Zeitreisen, keiner weiß es. Ja, mutmaßen alle, was sein könnte, was ist, wenn es doch dann anders kommt und man die Zukunft ändert. Habe ich wirklich richtig gehandelt? Warum fühle ich mich schlecht? Obwohl ich gewonnen habe. Seh da! Hey! Seh da, du lebst! Sophia, du auch? Der Krieg ist vorbei. Das Töten hat ein Ende. Das ist wunderbar. Es wird kein Blutvergießen mehr geben. Nein, und jetzt werden wir gemeinsam das Land wieder neu aufbauen. Ja, Seda. Nachdem ich dich abgestochen... Seda? Oh nein, es ist ein Quicktime-Event. Sophia, was ist hier los? Die dumme Bitch! Zwei Sophias. Seh da, sei vorsichtig. Bestimmt versucht ein Mörder aus dem Westen, sie für mich auszugeben und sich ins Schloss einzuschleichen. Wer bist du? Gib dich zu erkennen. Seh da, nein, du irrst dich. Ich bin Sophia. Ich glaube dir nicht. Nein! Brudi! Nein, sie hat mir noch keine Uhrzeit! Seda, pass auf! Du bist... Son Goku! Im Westen. Was für eine feige Tat. Nimm dies, Bastardo. Nein! Fuck you! Seda, bitte wach auf. Der Mörder ist nicht aus dem Westen, sondern von hier. Hä?
Du hast den Krieg gewonnen, doch du hast etwas Wichtiges verloren. Was? Wie kann das sein? Sophia! Aber du, es ist mir egal, wer du bist. Dafür wirst du bezahlen. 2,95 €. Da geht's über. Mir noch einen Heiltrank. Nutzen Sie doch mal, verdammt! Ja. Dem Himmel sei Dank. Wir haben den Westen besiegt, doch unser Volk ist erschöpft. Seda, bitte beschütze unser Volk. Und sei wieder. Ja, ich weiß. Sprich es nicht aus. Seda, sei ein großer König. Bitte. Sophia! Sophia! Wer bist du? Bist du auch? Du gekommen, mich zu töten? Du hast mich also auch? Nun denn, dann töte mich eben. Was versagt, Junge aus der Zukunft? Du konntest den Lauf der Geschichte nicht ändern. Die unendliche Macht, die mir gegeben wurde, gebietet selbst der Zeit Einhalt. Außer der Steuererklärung der nicht. Jenseits der Zeit werde ich alles beherrschen. Solange die Menschen hassen, werde ich existieren. Dieser endlosen Quelle finsterer Macht werde ich über alles Leben herrschen. Nun komm, knie vor mir nieder, du Luda. Schön. MVP, Motherfucker. Hupsa! Au! Okay, ich glaube, ich weiß es wieder halbwegs. Müssen es hinkommen. Keine Wirkung? Hä? Muss ich aufs Maul? Hat die nicht heilig drin? Doch. Wow, der volles Stressbrett krieg. Okay. Okay, 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 okay.
Ups. Ich kann meine Terren wechseln, ist die ganze Zeit der Tribute durch, das ist doch dumm. Männer sein. Was muss da? Nö. Okay, warte. Gelb, ist es ein Hinweis? Jop, ist es. Machen wir es mal kurz eins. In den Powerdrang, die Alte. Au! Schöner Hein, komm, ich komm mal selber drauf. Oh, super. Ups. Upsi. Ups, ging daneben, mein Fehler. Ach, Wedler wird mit seinem Schwein. Egal. Gut, da brauchen wir Feuer. Attribut, Feuer, so. Dann brauchen wir Donner. Okay, ich dachte jetzt Feuer rauspackt, der Wichser. Was für ein Hurensohn. Okay, das ist rosa, das dürfte holy sein. Ha! Motherfucker! Ich will gerade blocken. Warte mal. Wir können noch eine Weile gehen, wie es aussieht. Wahrscheinlich jedes Element durchprügeln. Ah, leck mir doch am Arsch! Exo! Geh jetzt mal auf der Piss.
Weil dürfen nur sie gehen. Jetzt sehe ich, dass ich doch mal einen abkriege und mich geht drauf. Er kann nur noch Donner. Ups. Drecksack. Also du Changer Hund. Und jetzt. Jetzt kommt die Rote. Wieder die Rote. Wieder die Rote. Wieder die Rosa, ne? Die bringt uns nichts. Wieder. Wieder die Rote. Hundekuchen. Macht er random, der Bastard. Rosa. Rot. Ah, es hat changed. Es hat gelb und grün. Ah, schwind. Das war kurz anders. Change mir nur die Waffe. Ah, fick dich. Ups. Jetzt hat er blau. Macht er jetzt wieder der Hundesohn? Gelb und grün. Kommen die Grüne. Die Gelbe. Jetzt muss ich heilen, sonst tut's weh gleich. Welche Waffe habe ich gerade? Oh Junge! Da hängt der Neber. Es reicht's mir aber gleich. Reicht mir nicht aus. Wenn ich jetzt mal herkomme, durch Changer. Die blockt halt nicht. Jetzt hat er wieder Change. Was hat er? Okay. Ich hab grad. Was hab ich grad? Ach, die hat es gar nicht. Alter, warte, ich bin noch mal falscher. Ich weiß halt nicht, ob das was, ob das hier so blöd so eine Hergehoppe ist. Oh, Junge. Lästig. Krieg ich aufs Maul, das sitzt. Bevor ich wechsle, muss ich schon rumdrehen.
Ups. Daneben. Ich sehe, treff nichts mehr. Mit dem Powder kann ich ein bisschen was nutzen. Sehr gut. Ah, nee, Quatsch. Ah, oh, Junge, du gehst mal auf die Piss. Wechsel doch wieder. Da klappt nur noch rosa jetzt, kann das sein? Ja, hat nur noch rosa. Ha, du Hurensohn, ich habe alle anderen vernichtet. Nee, ist auch noch rot. Aber eine Hand ist kaputt. Verschafft uns Zeit. Oder Vorteil. Oh, fick dich doch. Jetzt come on. Steck deine Hände in den Boden, du Drecksack. Du kannst halt null ausweichen, wenn du dann visieren kannst. Das ist das Problem. Das heißt, du musst kassieren. Wie viel für den Wings noch? Ich bin sparsam sein. Hätte mir Essay kaufen sollen. So nur durch den Charakter wechseln. Ja, ist halt scheiße, wenn man nicht anvisieren kann, dass man nicht blocken kann. Kriegt die wieder aufs Maul. Und schon wieder. Arschfeuer drin, okay. Ah, macht sogar mal Damage, geil. Wir schrotzen nur einmal. Was wechsel ich denn jetzt? Ja, ist immer noch Feuer drin, du Affe. Wow, der Accessor. Zu heiß, ich muss zu nah ran. Jetzt muss ich aufsparen. Ah, jetzt hat der Wind rausgeholt, der Hund. Wieder Feuer. Als fick dich doch einmal, ey. Oh, beschissene Waffe. Okay. Ah.
Golden Block, ja. Hier den Schmarrnkammer. Bringt auch nix. Ist übel, ne? Wenn der Blogger nichts bringt. Ah, verpennt. Hey, ich reim jetzt, setz mal ein Pulver. Ich hoffe, der hebt es nicht mehr so lange aus. Ich nehme noch einmal das als mein Pulver. Macht der 29 Stade? Weil der hat Feuer drin. Holy Scheiße. Oh, du Bastard! Nicht mehr viel. Ich hätte mehr Essen mitnehmen sollen, statt zu viel Gegengift. Ja, der bringt uns da ja nichts. Scheiße. Beste war sie halt gerade. Fuck. Hab nichts mehr. Olaf! Oh, man kann es noch nicht kassieren. Nein, oder nicht? Scheiße! Ich melde mich gleich wieder. Sekunde, ich starte neu. Oh Gott.